Grünes Licht für das Comeback der Formel 1. Mit dem Österreich Grand Prix in Spielberg beginnt die Saison 2020. Verspätet aufgrund der Corona-Krise. Und deshalb gibt es auch einige Änderungen. Welche das sind und mit welchen Folgen für Fahrer, Teams und Fans, das zeigen wir dir in diesem Video. Das Coronavirus ist das bestimmende Thema. Um die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern, werden die Formel 1-Rennen vorerst ohne Vor-Ort-Zuschauer ausgetragen, als sogenannte Geisterrennen und ohne Gäste oder Sponsorenvertreter. Die Teams arbeiten mit einem Minimum an Personal und nur wenige Pressevertreter erhalten überhaupt Zutritt zur Rennstrecke, aber nicht zum Fahrerlager und auch nicht zur Boxengasse. Alle Interviews erfolgen gemäß der Abstandsregeln. Motorhomes fehlen übrigens ebenfalls und natürlich herrscht vor Ort überall Maskenpflicht. Wer vor Ort sein kann, muss strenge Richtlinien befolgen und das schon vor dem Rennwochenende. Außerdem muss ein spezieller Verhaltenskodex unterzeichnet werden. Wer im Fahrerlager und in der Boxengasse arbeitet, muss negativ auf Covid-19 getestet sein und zwar noch bevor er seine Reise überhaupt antritt. Und dann erfolgt alle 5 Tage ein weiterer Test. Die Formel 1 nutzt eine spezielle App, um einen möglichen Krankheitsausbruch kontrollieren und Teammitglieder schützen zu können. Apropos Team. Jeder Rennstall lebt in einer Blase, ohne Kontakt zur Konkurrenz. Erlaubt ist nur, was zur Arbeitsausübung erforderlich ist. Aufgrund der Abstandsregeln und der weiteren Schutzmaßnahmen dauern manche Arbeiten länger als sonst. Ein Antriebswechsel geschätzt etwa doppelt so lange als bisher. Die Formel 1 hat daher ihre Regeln zur Sperrstunde gelockert. Am Donnerstag und am Freitag dürfen die Teams je 1 Stunde länger arbeiten. Die Sperrstunde danach beträgt 8 statt 9 Stunden. Aufgrund der besonderen Umstände gibt es neue Reifenregeln. Bisher durften die Teams die Reifen selbst wählen, nun gibt es Pirelli vor. Jeder Fahrer erhält 2 Sätze der harten, 3 der mittleren und 8 der weichen Mischung. Pirelli muss bis mindestens 2 Wochen vor einem Rennen bestätigen, welche Reifensorten gefahren werden. Vor Corona betrug der Vorlauf 9 Wochen in Europa und 15 Wochen in Übersee. Reifenprototypen sollen trotzdem getestet werden, aber nicht wie geplant am Ende des zweiten Trainings, sondern gleich zu Beginn der Session in der ersten halben Stunde. Die Rennleitung arbeitet in einem Büro mit erweiterten Abständen zwischen Stühlen und Tischen. Wird ein Fahrer zu den Sportkommissaren gerufen, ist immer die Schutzmaske zu tragen. Sollte für die Fahrerbesprechung kein ausreichend großer Raum zur Verfügung stehen, dann erfolgt das Briefing im Freien oder per Video-Live-Konferenz. Und sollten sich Reiseprobleme ergeben, so ermöglicht die FIA den Sportkommissaren das Arbeiten aus der Ferne, quasi aus dem Homeoffice. Die Abstandsregeln und die Tatsache, dass keine Fans vor Ort sind, machen die Fahrerparade am Sonntag überflüssig. Als Ersatz gibt es vermutlich im Vorprogramm zum Rennen 1:1 Interviews mit den Fahrern aus der Box. Die Startaufstellung ist unter Corona-Bedingungen ein besonders heikles Thema. Dann sind bekanntlich sehr viele Personen sehr nahe zusammen. Damit die Abstandsregeln dennoch umgesetzt werden können, dürfen generell weniger Personen auf den Grid, nämlich nur 40 pro Team, also die Hälfte des Vor-Ort-Personals. Die Boxengasse schließt 10 Minuten später als sonst, nämlich 20 Minuten vor dem Start. 5 statt 3 Minuten vor dem Start müssen die Räder an den Fahrzeugen angebracht sein. Beim 3-Minuten-Signal dürfen nur noch 16 Personen pro Auto auf dem Grid sein. Sie alle müssen, wie gehabt, 15 Sekunden vor Beginn der Einführungsrunde ebenfalls gehen. Aber sollte die Startaufstellung in dieser Form für zu risikoreich befunden werden, die Formel 1 könnte auch komplett darauf verzichten. Laut der FIA wäre es möglich, dass sich die Autos direkt nach der Boxenausfahrt zum Start formieren. Die Outlap wäre dann die Einführungsrunde. Und auch nach Rennende gibt es Änderungen. Die traditionelle Siegerehrung fällt weg, aufgrund der Abstandsregeln. Stattdessen soll die Pokalübergabe nach der Ehrenrunde direkt auf der Zielgeraden erfolgen. Die Fahrer könnten dabei vor ihren Autos stehen.
Der genaue Ablauf ist aber noch offen. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und folge uns auf Facebook, Instagram und Twitter.